das ist was ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen, wenn wir über Heimat nachdenken. Was die Bibel uns sagt, ist, die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz reingelegt und das hat einen Grund. Und diese Sehnsucht nach Heimat, nach Sicherheit und nach Geborgenheit, das hat auch einen Grund. Die hat er in uns reingelegt, damit wir ihn suchen und damit wir nach ihm fragen. Aber da war es mega cool, das zu wissen, was auch Baraka wusste, dass wir in Gott eine Heimat haben. Und dass wir, wenn wir uns an ihm festhalten, auf ihm, dem Fels, uns draufbauen, dass wir dann überall daheim sind. Und dass wir gerade dann, wenn sich nichts mehr wie zu Hause anfühlt, bei ihm unsere sichere Heimat haben. Dankeschön.